Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen erneut zurück zu Ultimate General Civil War. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es noch werden. Ich werde mich jetzt nicht mehr verabschieden mit letzte Schlacht. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon aus, es ist heute die letzte, aber man weiß es nicht. Wir müssen natürlich jetzt erstmal dieses Gefecht hier noch bestehen. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz Pause und schaue an, dass wir uns hier einigermaßen gut aufstellen. Wir haben Angriffe aus dem Sektor. Wen haben wir denn hier stehen? Drittes Korps. Na ja, komm, wir sichern hier die Flussübergänge ab. First Division. Und Darren noch dazu. Und wir bringen die Artillerie weiter nach vorne. Das sollte hier auf der Flanke eigentlich schon ausreichen. So. Wie sieht's hier oben aus? Da ist die Hauptstadtmacht der Union. Wen haben wir denn hier? Second Corps, Second Division. Stehen wir derzeit auch ganz gut da. Wir bringen die Artillerie noch ein bisschen weiter nach vorne. Und dann gehen wir mal auf normale Spielgeschwindigkeit. Ja. Und ich würde fast sagen, wir holen uns jetzt diese Kanonen hier. Kavallerie habe ich hier keine, gell? Ich schaue gerade mal. Nee. Dann müssen wir das mit der Infanterie machen. Wir machen es mit der Infanterie. Artillerie nach vorne. Ah ja. Hier ist doch ein bisschen mehr los. Wir ziehen uns zurück. Hier mit Gladden. Ja, da müssen wir natürlich auch brutal einstecken, gell? Gegen die Artillerie hier. Schauen wir mal. Ich denke, dass die Verluste kurzfristig höher sind, aber langfristig stehen wir nicht ständig im Artilleriefeuer. Schaut's mal aus. Kommen wir nicht wirklich ran. Ohne schwere Verluste. Komm, mach die weg jetzt hier. Ah, wir haben sogar eine Kavallerie hier. Gehen wir die mal hier rüber. Na, dann lassen wir die feindliche Artillerie erstmal feuern. Auf der Front ist die einzige Schwierigkeit, die wir noch haben. Gehen wir auch mal aktiv raus hier. Ja, hier ist der Angriff auch schon zu erliegen gekommen. Steht eigentlich auch nur Artillerie hier drum. Handelt sich größtenteils bloß noch um Artillerie. Oh, jetzt kommt die feindliche Kavallerie. Lass uns mal zurückgehen hier. Dann bleiben wir doch in den Stellungen.
Tragen wir. Ja, es ist hauptsächlich ein Artillerieduell jetzt hier noch. Munitionsmäßig sind wir knapp aufgestellt. Ja, also hier befindet sich quasi nur noch hauptsächlich Artillerie im Einsatz, bis auf ein paar Brigaden. Wir verschieben jetzt hier nach rechts. Hier fehlt auch Munition. Jetzt machen wir schnell unsere. Hier aus. Ich ziehe mich hier ein bisschen zurück mit Law, aber der Feind weiß, dass wir da sind, kann also nicht weiter vorrücken. Vor allem auch noch überall Reserven, ja. Sind das dritte Division. Nur hier steht es ein bisschen spitz auf Knopf. Aber auch nicht so, dass ich mir groß Sorgen mache. Das heißt, wir ziehen jetzt heiß noch hier rüber. Verlust haben wir in die Einheiten hier vorne. 557 eigene, 1119 andere. Oh, hier sind die eigenen Verluste höher als die im Feind. Ich stehe natürlich auch im Artilleriefeuer. Wahnsinn, wie viel Artillerie hier eingeschlagen ist. Das muss hier weg. Schreiten dennoch Ammo. Hier ist doch ein Nachschub. Ich denke mal, wir können ruhig wagen, noch eine Geschwindigkeitsstufe nach oben zu gehen. So, letzter Angriff hier drüben bei Fort Stevens, schätze ich mal. 2 Stunden 17 noch.
Ja, hier konzentriert sich's. Wir stehen gut. Wir brauchen uns nicht bewegen. Können wir mit der Geschwindigkeit sogar noch mal einen nach oben gehen. Feuern 1,46 noch. Schön, dass sich die Artillerieanschläge auch von Schlacht oder von Schlachtabschnitt zu Schlachtabschnitt auch hier mitgehen. Ist auch nicht immer der Fall. Kann man schön sehen. Wahnsinn, das sieht ja aus wie im Ersten Weltkrieg hier. Jetzt ziehen wir uns ein Stück zurück. Ja, sie können auch nicht mehr angreifen jetzt. Wo auch. Schaut mal die Brigaden hier an, alle runter, unter 300 Mann. Bin mal gespannt, ob wir am Ende der Kampagne abschließend auch Verluste komplett sehen. Über den gesamten Kriegsverlauf von 61 hier bis 1865. Noch. Schlappen wir uns mal mit der Kavallerie hier oben. Ja, oder auch nicht. Es wird auch dunkel jetzt, 20 Uhr. Bin wirklich gespannt, ob wir jetzt noch in Tag 3 gehen. Ja, die Union muss doch erkennen, dass es vorbei ist. Ja, ihr seht auch, ich arbeite jetzt hier auch ein bisschen schlampig. Die Einheiten stehen nicht mehr so ordentlich. Einfach, weil es nicht mehr nötig ist. Jetzt wird es aber schnell dunkel. 42 Minuten noch. Washington eingenommen und erfolgreich verteidigt. Jetzt wird es halt schon echt Booster hier. Es ist hauptsächlich bloß noch Artillerie hier im Einsatz. Aber hier, Gladys Batterie hat 1115 Unionssoldaten auf dem Gewissen, bei eigenem Verlust von 114. Wie schaut es denn bei Stark aus? 719 zu 407. Fast 2 zu 1. Acht Minuten noch. Bin jetzt echt gespannt, ob es noch einen Tag gibt oder nicht. Ich gebe es zu, ich hoffe nicht. Denn herausfordernd ist es jetzt natürlich nicht mehr. Es gab nach Chickamauga noch mal kurz einen Schreckmoment für 2, 3, 4 Schlachten. Halten Sie noch ein paar Stunden durch. Macht die Karte jetzt komplett auf oder ist es im Süden? Wir haben das Unmögliche vollbracht und uns gegen einen weit überlegenen Gegner behauptet.
Halten Sie die Festungen und die Stadt bis Sonnenuntergang, dann gehört der Sieg uns. Geben Sie alles. Mach mal. Auch hier kann eigentlich nichts mehr passieren. Nee. Achso, es ist quasi jetzt dieselbe Zeit nochmal zurückversetzt. 3 Stunden müssen wir nochmal bis 20 Uhr aushalten. Auch hier lassen wir jetzt einfach die Zeit runtertecken. Hier kann nicht mehr viel passieren. Artillerie nach vorne. Ah, ich mach doch mal ein bisschen langsamer. Irgendwo höre ich was. Ah ja, hier unten. First Division. Und tatsächlich hier im Süden auch nochmal. Wir gehen mal auf Spielgeschwindigkeit langsam. Wen haben wir denn hier? Third Division. Ich kann mir dann oben gehen mit der Geschwindigkeit. Geht's hier auf meine Artillerie? Schnell weg. Also auch hier, ich nehme natürlich jetzt billigen Verlust in Kauf, den ich sein müsste, wenn ich es jetzt langsamer machen würde, aber tatsächlich sehe ich den Sinn nicht darin, das jetzt noch weiter zu verzögern. Gehen ja auch direkt in den Nahkampf. Das soll uns eine Brigade im rückwärtigen Raum lassen. So, Angriff aus dem Süden hier, aus dem Südwesten ist abgewehrt. Den Einbruch hier unten. Auch den haben wir abgewehrt. Und hier im Norden. Ne. Schon mal aussetzen. Platt hier. Das dürften. Schätzt mal, das waren jetzt die einzigen kurzfristig auftretenden Probleme. Mehr dürfte es jetzt eigentlich nicht sein. Weitere Gefangene hier. Dann gehen wir doch hier auch in den Sturmangriff. Uhr, 2 Stunden noch. Und dann gehen wir jetzt auf die maximale Geschwindigkeit und beenden das hier. Das Trauerspiel der Union. Halt. Dann gehen wir auf die Artilleriebatterie.
Gott hat aufgegeben. Ja, jetzt. Geben sie reihenweise auf. Letzter Angriff hier aus dem Süden auf Washington hat nicht geklappt. Das war's. Haben wir noch irgendwo Probleme? Ja. Also Probleme nicht. So, wann ist es hier mal Schluss mit Malloy? Jetzt noch eine weitere Einheit in den Charge hier. Eine Brigade mal lieber direkt zum Siegpunkt hier. Und Charge, raus mit ihnen. Ja, jetzt haben wir quasi bloß noch Artillerie gegen uns. 1,52 noch. Starten wir nochmal einen Kavallerieangriff. Weil wir es nicht oft gemacht haben im Laufe der letzten Jahre. Boah, man hat eben die Artillerie hier platt gemacht. Ui, die Kavallerie räumt aber jetzt hier sauber auf. Das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich sie mal gewinnbringend einsetzen können. Ja, sage mal, die räumt die Artillerie ja komplett weg hier gerade. Ich hätte auf meinen Generalstab hören sollen. Ich habe mich komplett verweigert. Das ist ja wie Staubsaugen. Ja, krass. Es ist 19.47 Uhr, eine Stunde noch. So, wie schaut es da oben aus? Die Artillerie räumt hier, die Kavallerie räumt hier alles aus dem Weg. Sind überhaupt noch Unionseinheiten auf der Karte? Komm, wir schnappen uns die Artillerie hier noch. ...1865er Blitzkrieg, ja. Na komm. Union, gebt auf, ihr habt verloren! Und die nächste Artilleriestellung weg. Der Wahnsinn. Komm, wir machen jetzt einfach weiter. Haben wir noch was? Nee. Ja, die Supplies halt hier noch, aber das war's. Es befindet sich keine mehr auf der Karte. Okay. Wahnsinn, wie die Zeit durchrauscht, wenn man hier auf maximaler Geschwindigkeit spielt. Das haben wir die letzten Wochen nicht gehabt. So, letzte Staubsaugeraktion jetzt hier hinten. Die sind hier quasi einfach durchgewalzt.
holen wir die Kavallerie noch hier rüber. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen aufräumen. 15 Minuten. Jetzt kann ich es auch exakt nicht mehr warten. Es gibt ja Leute, die spielen das Spiel durchgängig auf der höchsten oder zweithöchsten Geschwindigkeit. Das ist für mich nicht vorstellbar. Da kriege ich allein beim Gedanken daran, kriege ich Schweißausbrüche. So. Kommen wir jetzt zu Washington Tag 3. Oder haben wir jetzt die Union besiegt? Das ist die Frage. Sieg! Washington! Puh, was haben wir denn jetzt an Verlusten? Ziele, Statistiken. Sind das eigentlich alles die Gefallenen? Ne, sind nicht die gefallenen Kommandeure. Die Union hat 79.000 Mann Verluste. Wir haben 37.000 Mann Verluste. Wir können aber auch sehen, die sind angetreten mit 115.000 grob oder 116.000. Wir haben 146.000 gehabt. In der Verteidigung, wenn man davon ausgeht, dass man mit einer Stärke von 3 zu 1 angreifen sollte, wahrscheinlich noch mehr, weil die Einheiten, weil wir hier auch eingegraben waren. Jetzt bin ich mal gespannt, was also auch wenn es wurscht ist. 9.000 Harper's Ferry haben wir uns einverleibt. 5.400 Springfields 1842er. Ja. So. Das müsste es gewesen sein, oder? Kommt jetzt noch irgendwie... Ich erwarte natürlich jetzt hier keinen... Da sind wir. Schlachtbelohnung, Karrierepunkte 0, Ruf 35. Annehmen. Wir sind siegreich. Nach 4 Jahren des Kampfes und dem Tod von vielen tapferen Soldaten erhielten die Konföderierten, was sie wollten. Die Hauptstadt der Union ist erobert und die Rebellen siegreich. Abraham Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat einen Friedensvertrag unterzeichnet und all unsere Forderungen akzeptiert, darunter auch die vollständige Unabhängigkeit der Konföderierten Staaten von Amerika. Für diese neue Nation wird eine neue Seite in der amerikanischen Geschichte aufgeschlagen und schon jetzt wollen mehrere fremde Nationen diplomatische Beziehungen mit uns aufnehmen, indem sie Botschaften in unserem Land einrichten. Kann ich denn hier jetzt Civil War, die Civil War Campaign Medal, die War Service Medal, die Homeland Defense, das Homeland Defense Cross, der Conflict Officer Star, Meritorious Service Medal, Distinguished Service Medal, Roll of Honor Medal und die Southern Cross of Honor. Das war's, oder? Das war's. Es hat Spaß gemacht, aber gegen Ende, ihr habt es ja gesehen. Also ich freue mich jetzt. Ich freue mich, dass ich die Kampagne nochmal gespielt habe. Ich freue mich, dass ich Ultimate General zum dritten Mal angefasst habe. Das nächste Ultimate General, das wir spielen werden, wird definitiv Ultimate General American Revolution sein. Das ist ja bereits im Early Access. Ich hoffe, dass es vielleicht Anfang, Mitte nächsten Jahres rauskommt. Und dann wird es das nächste Ultimate General sein, das ich spielen werde, gemeinsam mit euch. Allerdings, und eine Sache haben wir jetzt auch gemerkt, und ja, es hat sich schon relativ kurzfristig, wird mal so ein nach spätestens der Hälfte der Kampagne hat sich schon abgezeichnet, der Schwierigkeitsgrad war einfach falsch gewählt. Aber es war natürlich auch keine Option zu sagen, okay, wir brechen jetzt hier ab und fangen nochmal von vorne an. Das ist natürlich auch schwierig in einem Let's Play. Spaß haben wir, glaube ich, alle miteinander gehabt. Anspruchsmäßig und herausforderungsmäßig war das natürlich jetzt auf diesem Schwierigkeitsgrad einfach zu wenig. Das werde ich mir hinter die Ohren schreiben. Ihr bitte auch, falls ich wieder auf den Gedanken kommen sollte, zu sagen, ah, wer weiß, machen wir es mal doch lieber. Aber nee, normalerweise spiele ich generell immer auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Warum ich hiervon abgewichen bin, ich weiß es nicht so recht. Ich hatte, glaube ich, ein wenig Angst vor dem Kräfteverhältnis Union gegen Konföderierte. Aber was mich auch sehr freut, auch in vielen Kommentaren, es haben sich doch auch viele Leute das Spiel wieder ausgegraben oder auch im Sale gekauft. Dieses Spiel gibt es auch immer wieder mal relativ günstig und ich finde schon, dass es sich lohnt. Es hat eine relativ gute KI, die kam jetzt hier nicht so wirklich rüber, weil natürlich durch die Kräfteverhältnisse das Ganze ein bisschen aufgeweicht worden ist. Aber wer Spaß hat an solchen Spielen, an etwas langsamer Echtzeitstrategie, wobei, ist ja schmarrn, gell? Wir haben ja gesehen, wir können es ja auch auf ziemlich maximal großer Geschwindigkeit spielen. Nichts für mich, aber vielleicht was für euch da draußen. Ich kann Ultimate General Civil War nur jedem wärmstens ans Herz legen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Ultimate General Gettysburg überhaupt noch zu kaufen gibt. Doch zu kaufen gibt es noch, aber es ist leider der Multiplayer-Modus wurde abgeschaltet. Das war der große Vorteil bei dem Vorgänger bei Ultimate General Gettysburg. War, wie gesagt, Multiplayer ist abgeschaltet, die Server funktionieren nicht mehr.
Aber nach wie vor ist Ultimate General Gettysburg auch ein sehr, sehr schönes Spiel. In manchen Bereichen, habe ich ja auch schon erwähnt, tatsächlich auch eine Runde schöner als Civil War, einfach weil die Karte nochmal spektakulär besser ist. Aber man konnte sich natürlich in Gettysburg auf ein Schlachtfeld konzentrieren. Und wir haben hier natürlich sämtliche wichtigen Schlachten und auch teilweise eher nebensächliche Nebenkriegsschauplätze mit dabei gehabt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Über 100 Folgen lang hätte ich auch nie gedacht. Ich hätte gedacht, es wären deutlich weniger. Ja, ich kann sagen, ich bin erschöpft. Ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist. Nicht, weil mir das Spiel keinen Spaß macht, sondern weil es gegen Ende einfach die Herausforderung wirklich nicht mehr gegeben war. Aber das schieb ich und ihr da draußen bitte auch nicht auf das Spiel. Das lag einfach an mir. Und ja, wie gesagt, nächstes Mal Ultimate General, sobald American Revolution rauskommt, dürfte auch ein bisschen spannend, interessanter noch werden, weil die strategische Karte nicht wie hier in Civil War linear eine Abfolge hat, sondern wir können tatsächlich auf einer strategischen Karte zumindest rudimentäre Entscheidungen treffen. Wir müssen uns auch um Nachschub und sowas kümmern. Das ist, glaube ich, eine Erweiterung des Spielprinzips hier von Ultimate General, das dem Spiel guttun wird. Und würde ich sagen, sehen wir uns dann dazu. Das nächste Let's Play, was hier auf dem Kanal startet, wird Strategic Command World War II War in the Pacific sein. Da seid ihr natürlich auch recht herzlich eingeladen und auch da kann ich nur sagen, schaut mal rein, ob es euch gefällt. Ich finde es großartig. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentieren und Liken. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ciao, wird's euch, Servus.